Herzlich willkommen beim täglichen Videostrategiedicker des Frankfurter Börsenbriefs. Heute am Donnerstag, den 24. November 2016. In amerikanischen Haushalten steht der Truthahn heute auf dem Tisch. Deswegen wird da wenig über Börsen nachgedacht. Auch morgen ist nur ein ganz verkürzter Handelstag. Und insofern still ruht der See, kann man für die deutsche Börse sagen, obwohl nachdem es in den letzten Tagen ja danach ausgesehen hat, als ob die Trump-Börsenbewegung nun ein vorläufiges Ende nehmen könnte und dass der Markt auch mal auf Gewinnmitnahmen setzen könnte und dass wir mal eine Gegenbewegung zu den in den letzten Wochen gesehenen Entwicklungen parat haben könnten, sah es heute wieder so aus, als ob sich die Bewegungen fortsetzen. Kupfer ist wieder kräftig in die Höhe geschossen. Auch die Renten-Futures haben ein gutes Stück nachgegeben. Und insofern werden die Trends jetzt wieder aufgenommen. Die kann man auch weiter spielen. Im Frankfurter Börsenbrief sind wir ja ohnehin bei diesen Trends dabei. Wir haben beim T-Bond Future Put inzwischen die Marke von 300% Gewinn geknackt. Auch beim Kupfer Call, den wir erst in der letzten Woche aufgenommen haben, liegen wir inzwischen schon über 50% vorne. Das macht insgesamt sehr, sehr viel Freude. Wenig Freude macht in diesen Tagen allerdings Eli Lilly. Eigentlich waren die Pharmawerte ja besonders gefragt nach der Trump-Wahl, weil man gesagt hat, gut, dass die Demokraten nicht dran gekommen sind. Die hätten hier weitere Regulierungen vorgenommen, die hätten die Krankenkassen dazu gebracht oder ihnen ermöglicht, mit den Pharmakonzernen eine Übereinkunft bezüglich einer Preisobergrenze zu finden. Und deswegen waren Pharmawerte sehr gefragt. Eli Lilly musste in der letzten Woche oder musste jetzt gestern einräumen, dass ein Medikament gegen Demenz nicht die Wirkung entfaltet und den Gedächtnisverlust nicht so aufhalten kann, wie man es erhofft hat. Und das bedeutet, dass jetzt 150 Millionen Dollar durch den Schornstein gegangen sind und man die Prognosen für das kommende Jahr wird anpassen müssen. Das ist wahrscheinlich Mitte Dezember der Fall. Wir gehen davon aus, dass hier eine ganz kräftige Revision nach unten geben wird. Und deswegen Eli Lilly für meine Begriffe ein sehr guter Short-Kandidat. Auch jetzt noch, nachdem es heute Nacht schon kräftig gerappelt hat bei der Aktie. Aber ich rechne nicht damit, dass es da jetzt große Schnäppchenjäger gibt, die Kurse dann auffangen und die Notierung wieder nach oben treiben werden. Also Eli Lilly, mein Tipp des Tages, hier eine kleine Short-Spekulation. Das war's für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Morgen bin ich zum Wochenabschluss dann wieder für Sie da. Bis dahin alles Gute, Ihr Bernhard M. Klinzing.